Wir haben unsere Ausstellung Nachbarn genannt. Wir wollten, dass es gerade für Kinder und für Jugendliche begreifbar wird, wie mit einem Mal Menschen auseinander dividiert worden sind, die wunderbar zusammengelebt haben, die normal zusammengelebt haben, die sie natürlich auch gestritten haben, Geschäfte gemacht haben und alles Mögliche, wie das eben Menschen so tun. Und wie das dann mit einem Mal so auseinanderging, das ist das Thema. Nämlich ganz herzlichen Dank möchte ich einfach sagen. Dem Museum, dem Kreismuseum, Frau Dr. Götze, den Zeitzeugen, steht dann auch alles dort. Ganz besonderen Dank sage ich Frau Kerstin John. Es war für mich das erste Mal, dass ich das Vergnügen hatte, mit einer Grafikerin zusammenarbeiten zu dürfen. Und das ist so wohltuend, wenn da jemand ist, der sach- und fachkompetent ist. Vielen Dank dafür und wir werden ja dann alles gleich sehen als Ergebnis. Der Druckerei sage ich auch besonderen Dank. Villa Schmücktich ist das, der Geschäftsführer Herr Matthias, der kann heute leider nicht hier sein. Dann sage ich besonderen Dank Frau Eva Lehmann. Vielen Dank. Sie hat immer wieder unterstützt und Mut gemacht. Hat gesagt, wir müssen doch endlich mal fertig werden. Ich glaube, wir schaffen es nicht. Vielen Dank. Und natürlich Dank an die Kirchengemeinde, an den Gemeindekirchenrat, der vor Jahren schon gesagt hat, ja, wir wollen dieses Kapitel aufnehmen in unserer Kirche als Dauerausstellung. Das ist auch nicht selbstverständlich. Aber dass wir als Kirchengemeinde, als Kirche auch so ein Stückchen kollektives Gedächtnis sind, das ist ganz wichtig und dafür sage ich vielen Dank. Und das Letzte, doppelt hält ja besser, diese Ausstellung wird ausleihbar sein. Sie wird bis Ende des Monats noch einmal gedruckt auf festem Material und man kann dann auch diese Stative, das haben wir ganz schnell, danke auch an unseren Hausmeister, danke an Frau Buchholz, die gestern Abend mit mir hier gearbeitet hat und alles aufgestellt.